Grüezi FGV an der liebe Geschwister, auch die Hai, welche Kamera ist es, egal. Schön, dass ich wieder mal bei euch sein darf. Ich habe ja immer Leute begleitet, so Schweizer, Zürichdeutsch ist gut. Gut, alles klar. Sonst müsst ihr halt Google Translator anstellen. Danke vielmals, dass wir da sein dürfen, Markus. Ich möchte mich einmal ganz kurz vorstellen. Also, Sie sind nicht vom AVC, Sie sind gute Freunde, die mir heute helfen, den Büchertisch zu machen. Also, kaufen nachher Honig und Bücher und alles. Vollgas. Wir sind da ausgestattet mit Mitarbeitern, die können super bedienen können. Danke vielmals, dass Sie mitgekommen sind heute Morgen. Wenn wir gerade beim Büchertisch sind, ich habe noch kein Buch geschrieben, aber immerhin schon mal ein Traktat. Also, da krasser als Herr der Ringe. Könnt ihr mitnehmen, wie ich zu Jesus gefunden habe mit 19. Und Daniel, ich habe mal beim Fuss geschafft, wo ich ihn kennengelernt habe vor vielen Jahren. Und dann habe ich den Rekord gebrochen im Garantieverlängerungen verkaufen. Und dann habe ich dann angefangen, Traktate abzuteilen über die ewige Garantieverlängerung. Oder? Und wer sich mehr interessiert für das, muss nichts zahlen dafür, als gratis mitnehmen. Und dann am Büchertisch, ich weiß nicht, ob ihr schon mal in der Kirche etwas Illegales gekauft habt. Wer hat schon mal in der Kirche etwas Illegales gekauft? Noch niemand, okay. Ihr könnt heute ein illegales T-Shirt posten. Und zwar das Kreuz von Jesus Christus ist über 50 Länder illegal. Du läufst so in Nordkorea nicht rum. Und in Brunei oder in Saudi-Arabien läufst du so nicht rum. Dann hast du Probleme am Fass, kann man sagen. Und kannst für 15 Franken ein Problem kaufen dort am Büchertisch. Ein guter Freund von mir im Sudan hat gesagt, Mario, wenn du ein Problem hast, das nicht weggeht, dann bitte Gott einfach für ein grösseres Problem. Genau, da könnt ihr mal so ein bisschen rumlaufen, gell? Für die wollen, oder Teenie, die haben gerne illegale Sachen am Büchertisch. Genau. Und der Report, das ist eigentlich das Wichtigste vom ganzen Tisch. Wir haben alle zwei Monate den AVC-Report, der rauskommt. Man kann sich eintragen, alle zwei Monate kommt der kostenlos bei dir heim. Das ist mal etwas anderes als Mainstream-Media. Und sehr ermutigend, nicht nur verfolgte Christen, sondern auch wie die verfolgten Christen können, wie sie Gott erleben, was für krasse Zeichen und Wunder auch abgehen weltweit. Und das hilft uns mal ein bisschen aus unserem Schweizer Aquarium rauszuschauen. Also könnt ihr das wirklich kostenlos einfach bestellen am Infoboard. Ah, und zuletzt, last but not least, ich habe mit meiner guten Kollegin, Freundin Kerstin Hack wieder ein Büchlein aufgelegt. Kreativ beten. Wenn du ein bisschen eingeschlafen bist im Gebet oder so, da hat es ein paar heisse Tipps, rein äußerliche Tipps. Meine Frau hat jetzt wieder angefangen, Knündel beim Betten. Und das hat ihr Gebetsleben wieder revolutioniert. Einfach mal so ein paar gute Tipps. Vielleicht mal beten, wie du noch nie gebetet hast. Und plötzlich bricht wieder etwas auf. Also das dürfen wir, das kostet 2 Stutz. Aber könnt das dort am Büchertisch, könnt ihr euch eindecken. Wenn ich das schnell da bin, sonst stehe ich nach dem Schluss noch drauf. Jetzt bin ich wieder da. Hallo, die Hai. Genau, alles klar. Super, ich wollte mir ganz kurz noch, es geht ja nicht um mich und um AVC heute Morgen, sondern um sich Gottes, weil ich möchte mich schnell vorstellen. Ich bin 27 Jahre geheiratet mit dieser Frau, Deborah. Und der Markus Hauser hat vor 28 Jahren Ehevorbereitung gemacht mit mir und der Deborah. Danke, Markus. Verstehst du? Applaus dem Mann.
Aber es ist ja nicht so, dass man einfach nur anfängt, man muss auch gut aufhören. Verstehst du? Also, und es hat 3 Töchter geschneit und jetzt sind schon bereits der 3. Enkel ist schon unterwegs, 2 bäumige Schwiegersöhne, die haben fast ein Sasandbach, sind ein bisschen höher als ich. Und genau, das bin ich. Und ich bin seit 4 Jahren mit AVC unterwegs, im Inland, Ausland, in den Hotels, in den Kirchen, in den Schulen manchmal und vor allem im Ausland in Einsätzen. Darf dann mal mitkommen. Man kann auch Einsätze, wo man mitkommen kann und das mal miterleben. Also ganz herzlich willkommen zum Mitkommen. Ich mache auch Weihnachtspäckchen-Einsätze, immer vor der Weihnachtenwoche. Kommt mal mit. Ihr habt, glaube ich, auch Weihnachtspäckchen da, gell? Packen ihr auch, das mal mitnehmen und geben, das macht dein Herz nochmals blass, das Hirn raus. Das ist mal etwas, das dir nochmal neuen Schub gibt im Glauben. Wir gehen in die Psychiatrie, in Romadörfer, in Gefängnis. Ich war in einem Frauengefängnis in Moldawien letzten Dezember. Mein Team, alle, die da waren, haben gebrüllt. Frauen, die schlimmer zum Teil behandelt werden als Viecher bei uns hier in der Schweiz. Die Transportwagen vom Gefängnis sehen schlimmer aus als unsere Viehtransporte in der Schweiz. 70 Frauen sind brüllend vorgekommen und haben ihr Leben Jesus Christus anvertraut. Müsst ihr mal miterleben. Diesen Geschenk ins Gesicht drücken, das ist einfach ein riesen Segen. Wer ist dabei? Also nein, gut. Wir sind in über 60 Ländern aktiv, durch eigene Mitarbeiter oder durch Partners. Und wir sind ein bisschen komisches Werk. Wir sind nur 20 Schweizer etwa, weil die Schweizer sind ein bisschen zu teuer. Die brauchen Pensionskassen, Heimaturlaub, Krankenkassen, können Sprache nicht. Und wir arbeiten vor allem durch lokale Mitarbeiter. Und ihr müsst euch vorstellen, in Moldawien gibt es 120, 150 Stutz im Monat. Und der rennt ihr 6 Tage in der Woche und geht auf Kasachstan mit seinem Schlafsack in die Mission, oder? Das könnte ein Kochlehrling hier in der Schweiz freisetzen. 3-4 Missionare am Tag. Im Sudan auch. Und es ist einfach gewaltig, was die, und die sollten heute Morgen dastehen. Meine Freunde sollten heute Morgen eigentlich dastehen. Das sind einfach Helden. Wenn ich mit denen zusammen brülle und bette und tanze und juble in diesen Ländern, dann muss ich sagen, hey, du müsstest dastehen. Das sind einfach Helden für mich. Dort bin ich der Schulbub. Da auch. Versteht ihr, was ich meine? Und das ist einfach sehr interessant, was weltweit abgeht. Ich möchte euch ein bisschen reinnehmen in dem, was abgeht. Wir sind in der Ukraine, sind wir mega viel am Liefern natürlich. Alle 2-3 Tage ein Lastwagen, Futter. Jetzt gerade am Donnerstag ist wieder einer mit einem Lastwagen gegangen, wo genau in die Stadt geht, also wie sie heisst, wo jetzt bombardiert wird. Wir sind voll aktiv in afghanischen Grenzen und in Afghanistan. Wir haben Leute unter den Talibans, Evangelisten, die dort Kirchen gründen. Das sind einfach Helden. Ex-Talibans, wo Talibans zu Jesus führen, dürfen auch Halleluja flüstern. Das Reich Gottes kann niemand stoppen. Die Pforte von der Hölle kann die Kirche nicht überwinden. Die Kirche meint das Reich Gottes. Und wir sind Kirche. Ist das nicht gewaltig? Weltweit geht unheimlich Post ab. 30'000 Chinesen finden zum Glauben an Jesus Christus jeden Tag. Wie viele Einwohner hat Falande? Verstehen Sie? Fällt einem mal 3 oder ich weiß nicht genau, wie viele das haben. Wie viele haben wir? 12? 8? Halleluja, muss man vorstellen. Das Christentum ist nicht weiss wie mir, sondern gelb und geschlitzte Augen. Halleluja, und wenn sie eine Kirche wegputzt, dann sieht es so aus, oder? Fangen wir mal an zu zählen. Und wir haben ein riesiges Netzwerk in China, trotz der Kontrolle, die zunimmt. Niemand kann sich Gottes stoppen. Aber ich darf Halleluja flüstern, das ist kein Problem bei euch. Auch zuhause. Halleluja. Über 5'000 Iraner finden zum Glauben jeden Monat. Das ist der Dr. Thomas Schiermacher, der am Deutschen Bundestag für die verfolgten Christen einsteht, hat das Buch herausgegeben, vorsichtige Statistik. In den letzten 10 Jahren, der Durchschnitt pro Monat aus dem Scharia-Land, wenn du Moslem bist und Christ wirst, hast du Todesurteil verdient. Ich zeige euch nachher noch einen. Ein guter Freund und AVC-Mitarbeiter, der das Todesurteil bekommen hat. Ich erzähle euch ganz kurz seine Geschichte. Mit dem muss ich mal da hinkommen. Ich war ja mit dem Andreas da und mit dem Alidini bin ich auch da gewesen. Aber mit dem Farsad muss ich mal kommen, Markus. Ist das nicht gewaltig? Halleluja, haben wir auch wieder Taufen in den Sommer? Ja, dann führen Menschen zu Jesus und dann gibt es Taufen. Zerschein, sie lässt sich taufen jetzt nächsten Sonntag. Du mal aufstehen, winken. Halleluja. Sie hat sich entschieden für Jesus Christus. Ist das nicht gewaltig? Sehr schön. Sensationell. Und du, Fabio, du hast dich taufen lassen. Steh auch nochmal auf. Auch ein Applaus. Im November hat er sich taufen lassen. Halleluja. Und dich hören wir nachher noch.
Ist doch einfach wunderbar. Und gleichzeitig merken wir, wie weltweit, neben dem, dass sich Gottes wächst, ein unheimlicher Druck ist. Er hat eine Baptistschule gegründet und seinen Sohn haben sie abgeschlachtet. Eine Schule und eine Kirche hat er gegründet, ein Pastor, und in Nigeria haben sie ihn getötet. In Nigeria, letzten Sonntag, haben sie gehört von dem. Wer hat gehört von dem? Es ist ein bisschen in den Mainstream-Medien gekommen, ja. Aber vieles gehört, wir haben monatlich die Bericht. Und jetzt hört man es einmal. Aber wir haben monatlich Bericht, wo in Nigeria am meisten Christen für ihren Glauben sterben. Im 2020 waren es 3400 Christen, die man gekillt hat in Nigeria. Und im 2021 waren es über 4000. Letzten Sonntag läuft da, dort in Nigeria läuft einer rein und sprengt sich in die Luft und zerrt über 50 Leute, Kinder inklusive, in den Tod rein. Und das sind unsere Geschwister. Wir sind Teil, wir sind ein Leib. Es war okay, es war eine katholische Kirche, aber wir sind ein Leib. Ich habe am Freitagabend Gebetsnacht gemacht mit Katholiken, die Jesus Christus glauben, hier in Dietikon. Wir haben gerungen und betet für die Schweiz. Mir ist der Stallgeruch egal. Das Reich Gottes ist am Expandieren und es ist unser Leib, das blüht. Und für die wollen wir beten. Und interessanterweise, wenn wir anfangen, für die verfolgten Christen beten, dann passiert etwas. Das Feuer von denen facht uns an. Also bei mir passiert das. Und das ist irgendetwas Mystisches. Ich weiß nicht, Markus, wie man das theologisch wie das verhebt. Aber wenn wir anfangen, für die verfolgten Christen beten, ich habe dort auch Gefangenenliste, könnt für die jetzt gefangen sind, viele sind gar nicht drauf auf dieser Liste, aber wenigstens ein paar Namen, können beten. Ich tue wöchentlich beten für die. Und ich bin irgendwie, erweckt mich das. Also Jesus hat das vorausgesagt. Das Bild ist aufgenommen worden vor anderthalb Jahren. Vor laufender Kamera, Boko Haram, hat 5 Pastoren hingerichtet. Verstehst du? Du stehst wie beim Stephanus dort und schaust zu, wie der gesteinigt wird. Du stehst wie am Kreuz, wo Jesus umgebracht wird. Und wir haben das heute mit unseren Social Medias, wo man das vor laufender Kamera sieht. Hey, das macht etwas mit mir, mit uns. Und es soll uns Beine machen, nicht lähmen, oh Hilfe, sondern es soll uns Beine machen. Und sagen, wenn der ansteht für Jesus, dann wollte ich auch dem Chef sagen, Jesus liebt dich, oder? Oder ein Bändchen anhängen oder so. Und Jesus hat das vorausgesagt. Das ist die Weltanschauung und die Endzeitprognose von Jesus Christus von Nazareth. Jesus hat gesagt, dann werdet ihr gefoltert, getötet und von allen Völkern gehasst werden, weil ihr euch zu mir bekennt. Von allen ethnologischen Gruppen, Schweiz inklusive. Wir sind noch nicht dort, aber wir können uns gut vorbereiten dafür. Das ist die Sicht von Jesus. Zum Glück redet er Tacheles mit uns. Dann kann man ihm nämlich vertrauen. Die Bibel tut uns nicht den Honig ums Maul schmieren. Darum vertraue ich der Bibel. Darum bin ich auch froh, dass meine Frau die Bibel liest. Ich meine, sie ist froh, dass ich die Bibel lese, dass die Bibel mich so richtig zurechtschleift, oder? Da hat sie einen neu polierten Ehemann nach jeder stillen Zeit, oder? Genau. Also Jesus ist ganz klar, wo er mit uns redet. Und gleichzeitig, das ist die eine Seite der Münze. Und die andere Seite der Münze ist, das ist auch die Voraussage von Jesus, es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker und dann wird das Ende kommen. Und das hat Jesus vorausgesagt. Und wir haben das noch nie gesehen. Wenn du vor 20 Jahren einem gesagt hast, du kannst in 10 Sekunden den Jesus-Film auf Mekka schicken mit den Social Media, dann hätte jeder Missionar gesagt, du spinnst ja. Und heute hocken Jugendliche am Abend, weil es zu langweilig ist, einen Film zu schauen, hocken sie mit ihren Notebooks an, bestellen eine Pizza und gehen über Social Media und schreiben noch über den Google Translator Jesus, Isa Uakbar, Jesus ist gross, oder? Schicken dem einen Jesus-Film Tag in sein Facebook hin oder weiss ich was, auf irgendein Land und du hast 10 erreicht, 15 erreicht, 20 Leute erreicht mit der besten Botschaft, die es überhaupt gibt. In der Schweiz, im Welland, da hockst du an, oder? Und so wie jetzt sind wir. So, so unheimliche Möglichkeiten haben wir. Ist das nicht einfach gewaltig? Schau dir mal das an. Kein weißer Missionar. Grenzfluss Thailand-Laos. Herbst letztes Jahr. Halleluja. Halleluja. Die erste Liebe, bei mir weckt die erste Liebe. Jesus hat uns gratis ewig Leben gegeben. Hat uns gratis Paradies erworben mit seinem Blut. Ist das nicht wunderbar? Und jeder, der einklingt auf das, schaut das einmal an. Ist das nicht wunderbar? Kommt mal mit an den Fluss. Ich gehe im August, ich habe noch Platz.
Wir haben mit 500 Jugendlichen gehen wir den Fluss entlang und dann den Jesus weitergeben. Kommt mit, ich habe noch Platz. Ich nehme auch ältere Semester mit, kein Problem. Oder dann dort habe ich nur noch zwei Plätze auf Nepal im Oktober. Aber da muss man ein bisschen fitter sein. Da gehen wir einmal auf 4000 Meter rauf, von Dorf zu Dorf. Die verfolgten Christen geben Mut. Nepal übrigens ist zurzeit das Land, wo die Kirche am schnellsten wächst. Nepal hat einen unheimlichen Schub momentan. Nepal hat das Anti-Bekehrungsgesetz. Also wenn du einem eine Bibel schenkst und der zeigt dich auf der Polizei, kommst du 5 Jahre in den Knast. Und in Nepal sind jetzt Menschen offen. Kommt doch mit, ich habe noch 2 Plätze. Betet für die Sachen, die nicht gehört. Oder Markus, wir machen mal eine Gebetsnacht in der FG Fellander vom Abend um 8 bis am Morgen um 6 Uhr beten wir durch, ohne Pause. Wir beten um den Globus herum. Wir starten am Anfang bei dir und bei dieser Kirche und bei Fellander und bei Kanton Zürich. Und manchmal erst etwa am 10 Uhr sind wir dann langsam über dem Tellerrand und gehen in die anderen Länder. Machen eine Gebetsnacht, ich möchte mir nur Markus Kaffee und Greppel bringen und Äpfel und dann leite ich euch da durch. Es ist nicht nur OM, nicht nur AVC, es sind andere Missionen, sie können auch ihre Anliegen bringen, Missionare, und wir beten um den Globus herum. Hä? Machen wir das? Kannst du mir das ja sagen. Und du zuhause kommst wieder mal in die Kirche, gell? Auch mal in der Nacht da durchbeten, alles klar. Macht Einsatz, gebt euch Kohle und promotet auf dem Facebook. Ich möchte schnell zu dem Thema kommen, Gottes Herzschlag spüren. Gottes Herzschlag spüren. Das Normalste auf dem Globus ist, ein Christ ist ein Mensch, wo Gott hört und das macht, wo Gott sagt. Ein Christ, wobei die Bibel sagt, nicht, wir sollen uns Christen nennen, wir sind Priester, Sohn Gottes, Tochter Gottes, aber ein Christ ist ein Mensch, wo Gott hört und das macht, wo Gott sagt. Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Jesus redet zu uns. Und das ist das Normalste von dem Globus, dass jeder Mensch hat das Gewissen in sich. Das ist Sensorium, dass wir Gott hören können. Mein Schwager ist Chirurg, der hat noch nie das Gewissen rausgeschnitten bei einer Person. Das ist Sensorium zum Gott hören. Und das hat Jesus an Pilatus gesagt. Er hat ihm gesagt, wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Und so wie ich Christ wurde, so radikal müssen wir jünger machen. Ich weiß nicht, wann hast du das letzte Mal jemandem eine Bibel geschenkt oder mit jemandem Zündeliste durchgebetet oder jemandem getauft oder jemandem von Jesus erzählt. Mach das. Du merkst plötzlich, dein Christ ist nicht mehr langweilig. Plötzlich wird es spannend und wenn du nicht kannst reden, dann leihst du halt das Bändchen an, dann schenkt dir das Bändchen. Sind mutig, plötzlich gibt es ein neues Feuer in euch. Natürlich gibt es auch Gegenwind. Vielleicht kündet der Chef. Oder weiß ich, was passiert. Aber Jesus ist mit dir. Und wenn du aus der Wahrheit bist, und das heißt bei mir, ist das so gewesen. Ich habe dann verschiedene Sachen geklaut und so. Und nachher bin ich ein Christ geworden, weil mir jemand eine Bibel geschenkt hat in einer Disco. Dann habe ich angefangen, in der Bibel zu lesen. Und plötzlich habe ich gecheckt, hey, das ist ja alles wahr, was in der Bibel steht. Es ist alles wahr. Ich bin zu meinem Vater, vor dem Vater auf die Knie und gesagt, Papi, es ist alles wahr, was in der Bibel steht. Du, ohne Jesus kommst du in die Hölle. Und er so, oh, wow, was ist denn mit dir passiert? Weißt du, jetzt bist du 20. Das sind wahrscheinlich religiöse Hormone oder so. Auf jeden Fall ist einfach gewaltig. Und dann nachher hat Gott mir gesagt, nach etwa 3-4 Jahren Christ sein, wohlverstanden, imprägniert in der Christianer Stadtmission Lausanne, gang auf Polizeiposten und bekenne, dass du räumlang an dieser Adresse den roten Buch Maxi geklaut hast und die Teile auseinandergeschraubt hast im Wald und verkauft hast. Gang es bekennen. Das ist der Teufel! Der Teufel redet zu mir! Der klagt mich an! Religiöse Ausreden. Die, wie nun sind gerecht geworden durch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Ich habe sogar Bibelstellen auswendig gelernt, um den Teufel wegzujagen. Es war gar nicht der Teufel. Es war der Heilige Geist, der immer wieder angeklopft hat. Bring es in Ordnung, Mario. Ich habe es vergeben am Kreuz. Es ist vollbracht. Ich habe dir alle deine Sünden vergeben. Aber dass du die Vergebung kannst erleben kannst, dumm Buss. Gang auf den Schmiedeposten. Und wie bin ich gegangen? Auf den Polizeiposten. So. Was macht euch, was sagt euch der? Nach 4-5 Jahren. Was? Was haben sie gemacht? Ja, sie. Grossartig, dass sie das ihr Leben ändern. Sie sicher früher auch mal etwas Boss gibt. Versicherungsfall. Lassen wir das. Gehen Sie heim, hat der Wachmeister gesagt. Wie bin ich heimgegangen? Und das Sensorium wird plötzlich freigesetzt.
Und so gespinnt, ist eigentlich eine Spinnerei. Wieso kann ich mich selbst anklagen? Wieso gehe ich auf die Polizei? Ich nehme die Macht von Satan, ich bringe es ans Licht. Ich gehe in die Heilsarmee aus, das sind 4 Jahre. Ich bin dort auch ein bisschen dabei, unter dem Vordach. Und wenn man das Zeug ans Licht bringt, werden die Leute frei von Dämonen. Wenn man das Zeug ans Licht bringt, hat der Teufel keine Power mehr in unserem Leben. Und dann erlebt man die Vergebung. Man redet nicht nur davon, man erlebt sie. Ich möchte euch wirklich ermutigen, so Jünger zu machen. Mit ihnen durchbeten und sagen, hey, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, auf dass sie geheilt werden. Kennt ihr den Vers? Gewaltig! Ich habe mit einer Ex-Prostituierten gebetet. Sie hat ihre Sünden bekannt. Sie war verkrüppelt an den Füßen. Sie wird instant geheilt, nicht in Afrika, da in Winterthur, nicht Zürich, Winterthur. Und sie nimmt die Prothesenschuhe und schießt sie durch den Raum durch. Und ich sage, hey, wow, was läuft genau? Hey, ihre Füße sind gerade geworden, meine Lieben. Sie ist gesund geworden, instant geheilt. Ich erlebe leider das ein bisschen zu wenig, aber ich erlebe es auch. Und wenn Gott so ein Wunder macht, geht mein Herz in die Hosen hinein. Und ich sage das preis den Herrn, nicht wegen meinem Glauben, sondern wie sie bekannt hat. Sie hat das Zeug ans Licht gebracht. Und das ist einfach gewaltig. Halleluja. Und dann so, wenn man so das Sensorium anfängt zu erleben, wenn man so anfängt, Gottes Herzschlag zu spüren. Und wisst ihr, was der Gottes Herzschlag am meisten ist im Neuen Testament? Der Vers. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren geängstet und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende in seine Ernte. Es jammerte ihn. Das ist das gleiche Wort wie der Vater von der verlorenen Sohn entgegen. Heisst, es ist wie seine Eingeweide, die rausgekommen ist. Er hat nicht anders können. Er hat den Rock aufgenommen und ist dem Sohn entgegengerannt und hat ihn geküsst und stinkt dann nach Soi. Und so ist das Herz von dem Jesus, wo er die desorientierten Leute gesehen hat in der Schweiz. Wo er die Leute gesehen hat, die desorientiert sind im sexuellen Leben. Wo er die Leute gesehen hat, die desorientiert sind im finanziellen, im Beziehungsleben. So viele Menschen bringen sich um in der Schweiz. Du kannst sogar in die Schweiz kommen und Geld zahlen, 3'500 Stutz. Und ich bin der Exit anmelden, die vom Ausland ankommen. Wir sind so hoffnungslos. Und die grösste Not in unserem Land ist Einsamkeit. Die grösste Not in unserem Land ist Einsamkeit. Mein Kollege arbeitet bei der SBB. Er ist dort Evangelist inkognito. Das geht online. Halleluja. Nein, das ist kein Problem. Und er arbeitet bei der FWG irgendwo und 50% bei der SBB und ist dort Seelsorger. Und er sagt, wenn sie das auf christlicher Basis oder auf psychologischer Basis? Und dann sagen sie, ja, was ist der Unterschied? Ja, am Schluss bete ich einfach noch. Ah, ja, dann christlich, bitte. Viele machen das. Und er macht Seelsorger vor allem bei den Lokomotivführer. Ein Lokomotivführer erlebt in seinem Dienstleben 3,6 Selbstmord. Er sieht den letzten Blick von dieser Person auf dem Gleis. Die Orientierungslosigkeit, die Hoffnungslosigkeit, eigentlich der Peak von der Einsamkeit in unserem Land. Und um uns herum sind die Leute so eigentlich offen. Sie sind offen, sie sind nicht zu. Es ist eine Lüge vom Teufel, dass sie zu sind. Der ist reif um uns herum, meine Lieben. Wann hast du das letzte Mal mit einem Sündenliste durchgebetet? Wann hast du das letzte Mal einem Bibel geschenkt? Wann hast du das letzte Mal für einen gebetet, den Jesus noch nicht kennt? Ich wollte dich mit dem nicht anklagen, aber vielleicht regt sich etwas und dass du den Heartbeat von Jesus verstehst, weil Jesus ist genau für das letzte Schaf gekommen und nicht für alle brav, die in der Kirche sitzen. Natürlich ist das auch gut, ich bin ja jetzt auch da. Aber versteht ihr, was ich meine? Dass wir neu on fire uns anstecken können für die, die sogar in die Kiste gehen müssen, wie sie Jesus bekennen. Und wenn das passiert mit uns, hey, dann geht die Post ab. Ich freue mich so. Da geht wirklich die Post ab. Und das ist das, was Jesus eigentlich gejammert hat und gesehen hat. Und ein interessantes Wort, für die, die gerne einen theologischen Exkurs wollen heute Morgen, das Wort senden ist nicht das Wort Apostolos, Böstler, Postauto, Apostolos, sondern das ist das Wort Ekballo. Und weißt du, wo das Wort dann gebraucht worden ist im Neuen Testament? Wo der Paulus Schiffsnot hatte, wo er auf dem Schiff war, auf dem Meer, hat er doch seine Schiffsinstrumente über Bord geworfen. Das heisst, über Bord werfen. Oder noch krasser, wenn Jesus einen Dämon austrieben hat bei einem Menschen. Ekballo. Austreiben. Jetzt beten wir das nochmal. Darum bitte den Herrn der Ernte.
dass er Arbeiter in seine Ernte eigentlich kicken, hinauswerfen. Warum? Weil der Christ seelisch plötzlich sich alles das zurecht macht. Du, ich habe das kirchengeschichtlich nachgeprüft. Die ersten Christen nach der Pfingsten sind 5 bis 7 Jahre in Jerusalem gehockt. Die Heiden sind die nicht zu den Heiden. Die sind in einem Beimer eingerichtet, du Gütergemeinschaft. 3000 sind zum Glauben gekommen, 5000 sind zum Glauben gekommen, sind die gehockt und sind nicht zu den Heiden. Mann, haben die Tomaten auf den Augen. Jetzt muss ich an Petrus noch eine Spezialvision geben. Und dann sage ich mal, wieso sind die nicht zu den Heiden? Und was ist passiert? Wo sind sie gegangen? Was ist passiert, dass sie gegangen sind? Der liebe Gott, der wo alle Leute schön streichelt. Was ist passiert, dass sie gegangen sind? Wer die Bibel kennt? Stephanus ist gesteinigt worden, bevor die Christen die Weihnacht gefeiert haben, am 25. haben sie den 26. gefeiert. Der Stephanustag, wo der Stephanus gesteinigt worden ist. Dort hat sich der Philippus bewegt und ist auf Samaria. Der Petrus ist zu Cornelius. Dort ist etwas passiert. Und die Gefahr haben wir auch. Wir nicht nur meinen, ja, das ist heilsgeschichtlich oder irgendeine Offenbarung vom Heiligen Geist. Die Probleme haben wir auch. Wir richten es uns ein. Christ ist einer, der täglich die Bibel liest und betet, in die Kirche geht und ein bisschen ab und zu von Jesus redet oder irgend so ein Bändchen anlegt. Das ist ein Christ. Nein, ein Christ ist ein Mensch, der Gott hört und das macht, was Gott sagt. Und für das braucht es Mut. Für das brauche ich Taufe mit dem Heiligen Geist. Und wenn du die Apostelgeschichte anschaust, wisst ihr, was das klarste Symptom ist, dass einer getauft ist mit dem Heiligen Geist? Zungenbeten oder Tote auf dem Weg. Was ist das klarste Zeichen, dass einer getauft ist mit dem Heiligen Geist? Wenn er ein Problem am Fass hat wegen Jesus. Nicht nur ein Problem. Wenn er Mut hat, der übernatürliche Mut. Weil wenn Jesus dir sagt, ich bin unterwegs hier, um euch das zu illustrieren, ich bin unterwegs hier auf dem Velo in Basel. Da sehe ich einen Mann hineinschauen in einen esoterischen Laden. Heiliger Geist, rett um mein Gewissen, habt ihr auch ganz einen Blitzgedanken? Gang zu ihm und sag, ich liebe ihn über alles. Ich so, nein, weitergefahren. Das meldet sich bei jedem Mensch. Gang zu ihm zurück und sag ihm, ich liebe ihn über alles. Nein, meine Frau wartet, es ist 9:30 Uhr, ich sollte heim. Etwas 3 Mal, ich bin fast noch in die Tramschiene hineingekommen. Ich sagte, okay, ich kehre um. Ich kehre um und Herr, wenn es du bist, dann ist er noch dort und bla bla bla. Die ganze Diskussion in meinem Hirn. Versteht, was ich meine? Ich habe das auch. Ich kehre um, steht noch dort. Ich habe meinen Mut zusammengenommen, wahnsinnigen Mut. Oder? Heilige Geist tauft sie, heisst nicht, du kannst alles. Nein, du musst dich immer noch überwinden mit dem Geist. Er geht deine Seele, tut deine Seele nicht übergehen, vergewaltigen, sondern er will deine Willenseinwilligung. Du brauchst auch noch Mut. Und dann bin ich an und gesagt, hey, Gott liebt dich. Nein, ich habe gesagt, vielleicht kommt es dir ein bisschen komisch rein. Ich bin ein Christ und habe das Gefühl, Gott hat mir gesagt, dir zu sagen, dass er dich über alles liebt. Also das braucht nicht wirklich viel Mut. Aber ich kann mich wenigstens im Vorweg schon entschuldigen, dass er nicht meint, ich spinne. Gott hat mir gesagt, ja, Gott redet tatsächlich zu uns. Entweder ist es so, du machst einen Scherenschnitt aus der Bibel. Weil darum lese ich einmal im Jahr die Bibel durch, seit über 30 Jahren, und lese sie durch in verschiedenen Sprachen, weil ich höre, wie Gott hat mit Menschen geredet und wie hat Menschen mit Gott geredet. Darum hilft mir das mit der Bibel. Dann sagt er, sorry, I can't understand German, can you speak English? Und ich so, oh, muss ich nochmal anfangen. Dann habe ich mitgenommen in McDonalds, eingeladen, mit Röhrli erklärt, schau, du hast Jesus, du hast Gott ignoriert, alle, wir haben Gott ignoriert und du, dass du das grösste Geschenk kannst annehmen, kommst gratis ins Paradies, hast einfach den Mafia-Boss von dieser Welt gegen dich, den Teufel, aber sonst, Halleluja, hast gratis ins Paradies. Hat er gesagt, es interessiert mich kein Deut. Es interessiert mich nicht. Und ich so, hä, höre ich falsch? Ich habe wirklich super alles erklärt. Ich bin heim und dachte, ja, du, ich kann eine Ecke ab, jetzt bin ich wirklich. Jetzt bin ich heim, da habe ich gesagt, wo bist du? Jetzt bist du wieder spät. Ich sagte, ja. 2 Wochen später läutet er an, brüllt am Telefon. Do you have time? Hast du Zeit, um mit mir anzuhöckeln? Mein bester Freund ist gestern gestorben in einem Motorcycle-Accident in Amerika. Sind wir angeguckt, dort in Spears, haben Psalm 23 miteinander gelesen, ein Fetzen so tätowiert, wir haben brüllen, Mann, du, brüllen am Fluss unten. Am Freitag, am Sonntag, am Mittag noch in Kiel, war ein Aufruf und er hat seine Hand aufgestreckt und gesagt, ich will mit Jesus gehen. Oder?
Ich weiß nicht, was nachher passiert. Ich weiß einfach, das ist ein Dominoeffekt. Und der macht das Gleiche wieder mit anderen. Und dass wir offen sind für das Reden von Gott, auch wenn es unangenehm ist. Und dann passiert etwas. Und das machen auch unsere Freunde. Und dann eben, und auch wenn es einen Gegenwind gibt, Gott hat alles unter Kontrolle. Das ist ja die grosse Frage, warum lässt Gott das Leid zu? Das interessiert uns eigentlich gar nicht. Weil Gott hat alles unter Kontrolle und hat einen grossen Plan. Warum passiert das in der Ukraine? Manchmal checken wir es nicht. Aber jahrzehntelang haben Christen in der Ukraine gebetet, Herr, nimm die Korruption aus dem Land. Wie soll das Gott machen? Langt er so in Ameisenhaufen rein? Wie soll das Gott machen? Ich will nicht mit dem den Krieg erklären. Ich sage nur einfach, Gott hat einen grösseren Plan. Und das sollte mich dann noch ins Feld stechen, das sage ich jetzt nicht. Wir sollten einfach weiter schauen. Wir sollten weiter schauen. Weiter schauen in diesem ganzen Leid. Ich möchte das ganz kurz erzählen, meinem Freund, der F, der ist gefoltert worden mit Elektroschock und die Schultern ausgehängt und geschlagen worden, hat das Todesurteil bekommen im Arfin-Gefängnis, 18 Monate Einzelhaft auf 1 Quadratmeter. Hat gar nicht liegen können, hat nur hocken und so halbe Huren. 18 Monate Einzelhaft. 2 Wochen vor der Hinrichtung, weil es Medienrummel gegeben, die Cousine von der Queen Elizabeth hat sich eingesetzt für ihn. Und dann hat es in Amerika und England angefangen mit Sanktionen. Und nachher hat es so ausgesehen, sein Onkel, der Bruder von einem Ayatollah, also sein Grossvater, sein Uronkel, also der Grossvater war ein Ayatollah in Teheran, ist ins Gefängnisdirektionsbüro gekommen, der Anwalt, seine Mutter, der Onkel, der Direktor, und der legt einen Koffer voll Geld auf den Tisch und hat gesagt, wir wollen den Bruder F. freikaufen, wir wollen ihn daheim umbringen. Er hat die Familie näher besudelt. Und der F. ist mit uns jetzt in Kontakt gekommen vor 12 Jahren und leitet die ganze AVC-Arbeit in Syrien. Wir haben so viele Kirchen gegründet, allein in Kobane, der zweite Hauptsitz von der IS, wo Frauen gekreuzigt haben in Syrien. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, alles. Nackt gekreuzigt, auf den Kopf abgestellt. Haben 400 Moslems sich entschieden für Jesus. Wir haben dort aus der Schweiz eine Bäckerei angestellt. Wir machen 80'000 Brot pro Tag, die wir in die Flüchtlingscamp liefern. Halleluja! Und ich bin dort an der Grenze mit einem geredet, da hast du seine 3 Frauen nebendran, ist ein Christ geworden. Der kann jetzt nicht plötzlich 2 Frauen wegschicken. Das wäscht dann nochmal mein theologisches Hirn rein. Was machen wir jetzt? Dann musst du auf den Heiligen Geist hören. Was machst du, wenn 2 Genderfrauen, gleichgeschlechtlich die Ehepaar, mit ihren Kindern da reinkommen? Was machst du? Sie rausjagen. Dann musst du auf den Heiligen Geist hören. Da gibt es keine Killerregeln mehr. Wir müssen auf den Heiligen Geist hören. Und jetzt hat der Präsident, also der Stadtpräsident von Kobane, hat gesagt, wir schenken euch Land, bauen eine Kirche. Und mit einem grossen Kirchenturm, mit einem Kreuz und einer Glocke. Und wir haben gesagt, ja, brauchen wir nicht unbedingt. Ich sage, mal, dass die Türken von der anderen Seite sehen, es gibt wieder Christen in Kobane. Also gut, dann machen wir es halt. Aber bevor das Gebäude gestanden ist, haben wir schon das Taufbecken aufgestellt. Das ist ja kein Greifensee, da haben wir das Becken aufstellen. Halleluja. Und er hat sogar jetzt vor 2 Jahren hat er die Ostern als offiziellen Feiertag eingeführt. An den Ostern sind alle Läden zu. Und er ist ein Muslim, weil er gesagt, vor 120 Jahren haben wir die letzten Christen aus der Stadt rausgeknallt. Und da habe ich einen Zeugen, nicht einen Zeitzeugen, aber der Andreas, ich könnte stundenlang da brüllen, ist ein Aramäer. Und man hat Völker ausgerottet, unter den Türken zum Teil. Völker ausgerottet. Und Christen rausgeknallt. Und der Teufel hockt auf dem Land. Und wer hat bis 1040er-Fenster gebeten von euch? Ich habe auch gebetet, schon 1040. Wir haben gebetet, Herr, mach auf. Und jetzt macht Gott das auf. Es kommen Hunderte von Moslems zum Glauben in Syrien. Halleluja. Zeig euch schnell einen Clip.
مشتری اپی کاتی این رقم کن اشتی دست بیکر او جی پشتی کو مزید تر به خستنا تروره هاللویا ich habe gerade etwas abgeschluckt, ich habe es gewisse von lauter Zeltli essen. Also ich brühe jetzt nicht, weil ich berührt bin vom Geist. Das macht es auch, aber excuse, ich kann gerade Eukalyptus schieben. Okay, kein Problem. Ja, gern. Halleluja. Danke, Jesus. Und das ist einfach so ermutigend. Und Jesus ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Und wenn wir uns zerbrechen lassen, dann müssen wir uns nicht Angst haben vor Leiden und Verfolgung. Das Neue Testament hat 27 Bücher. In nur 4 Büchern kommt Leiden und Verfolgung nicht vor. Und sonst ist es normal daily business. Wir müssen nicht Angst haben, weil wir haben Glaub, oh Gott, da gerade sind wir. Wir haben wirklich verloren, die Sicht zu haben, dass wir am grössten Glück aus dem Weg gehen. Ja, Mario, bist du ein Masochist? Nein, das meine ich nicht. Aber wissen Sie, was das grösste Glück ist? Eines der grössten Glück? Ich war mit dem Vreni im Auto und da habe ich von diesen verfolgten Christen erzählt. Dann sagt sie hinter mir, vom Kanton Zürich eine, sagt, oh, das sind so arme die im Gefängnis, die haben so viel Unglück und so. Dann habe ich gesagt, Vreni, ich wollte dich erinnern an, was Jesus gesagt hat. Was hat Jesus gesagt, Vreni? Und dann sehe ich ihr Gesicht und schaltet ihr Gesicht von seelisch auf geistlich und plötzlich checkt sie, ja, glücklich sind, die um meines Namens willen verfolgt sind, denn ihnen ist das Himmelreich. Glücklich sind, wenn euch Menschen allerlei Übles wider euch reden. Hallo? Das ist, jeder rennt nach dem Glück. Die amerikanische Verfassung heisst sogar, wir haben das Recht, Pursuit of Happiness, das Recht nach Glück zu streben. Aber wo ist das wahre Glück? Wir müssen keine Angst haben vor diesem Leiden. Die Reaktion, die Menschen dann haben, wenn wir von Jesus reden. Weil wir Angst haben vor dem Leiden. Aber das ist eine Glory, die dich tiefer befriedigt. Das kann jetzt hier Ihnen jeder sagen, der schon zerbrochen war, vielleicht durch Krebs oder du hast jemanden verloren. Dort hinein gehst du wirklich zum Jesus. Dort hinein erlebst du mit dem Jesus eine Nähe, wie du es eigentlich nicht erlebst. Das ist das Geheimnis vom Reich Gottes. Möchtest du näher sein bei Jesus oder dass irgendwie immer alles gesund ist? Und ich sage euch, das Gewissen, das wir haben, die direkte Linie mit dem Heiligen Geist, mit dem Reden von Gott, dass wir seinen Herzschlag spüren, das ist wichtiger als Gesundheit. Und ich sage das in der Schweiz. Das Gewissen ist wichtiger als deine Ehe. Ich sage das in der Schweiz. Das ist vielleicht der Schatz im Acker, ich weiß nicht. Das ist das, was wir können. Das ist unsere Telefonleitung. Und wenn wir die aus religiösen Kompromissgründen verstummen, dann hören wir Gott mit dem Sinn wie nicht mehr und sein Heartbeat. Und das ist so wichtig, dass wir ihn hören. Und Gott ist genau denen nahe, die zerbrochenen Herzen sind. Dort sind Nonnen abgeschlachtet worden. Das war ein Gottesdienst, ein Raqqa. Das war der Hauptsitz der IS. Die haben Fäkalien auf dem Kreuz gefunden. Und dann machen sie einen Gottesdienst. 15 Christen von uns, vom AVC, 15 Christen. Und 3000 Moslems sind an den Gottesdienst gekommen. Sie sind 7-mal um Raqqa herumgelaufen an dem Tag und haben gebetet und proklamiert, Jesus ist der Sieger. Ist das nicht ein Wunder? Haben etwa 20 Millionen Kurden haben das geschaut? Kurden ist das grösste Volk auf dem Planet ohne Land. Die kleben am Fernsehen. Halleluja. Hat eine Bernerin, eine etwas festere, ist Kinderliedli singen in Nordirak. Sie ist dort zwei paar Monate in Einsatz. Sie können Einsatz machen. Und hat mit den Kinderliedli gesungen. Kings of Kings and Lord of Lords, Glory, Halleluja, Jesus, Prince of Peace, Glory. Kennt ihr das Lied? Hat sie gesungen auf Sorani mit denen, das ist eine kurdische Sprache. Da hat ein 6-jähriges Mädchen das Lied aufgeschnappt. Hat sich angemeldet, bei Kurdistan sucht den Superstar. Und ist angekommen und hat den dritten Platz gewonnen. Und das ganz kurdische Volk hat das Lied gehört. Jesus ist der Friedenfürst. Halleluja, das kann nur Jesus.
Und dann sind sie unterwegs, ich tue dann auch die beliefern mit so Beamer-Equipments, die haben Solarpanels, aufklappbare Leinwand und Powerbanks und den Jesus-Film in verschiedenen Sprachen und fetzt so mit dem Squad oder mit dem normalen Töff durch Syrien durch, gehen zum Mullah von einem Dorf in Syrien und sagen, wir haben einen kulturellen Film vom Israel Messie von Jesus Christus, sagen nicht Jesus Christus, sondern Kult. Oh ja, sagt der Mullah, komm, zeig es gerade in der Moschee, oder? Dann zeigen sie Jesus-Film in der Moschee. Spätestens bei der Kreuzigung schauen alle zum Mullah und sagen, hey, was soll das genau? Oder? Und dann gibt es ganze Sippschaften, die zum Glauben kommen, die man taufen. Dann gibt es aber auch Steine am Grind. Und wie der Familienvater, der in diesem Dienst umgebracht worden ist. Die haben alles auch verloren, aber die sagen, wir setzen auf die Karte Jesus. Und wir sind jetzt dran, um ein Kompetenzzentrum zum ganzen Syrienreich und Kirche zu pflanzen. Der Küchenbursch vom AVC, der hat für ein Baby gebetet, das Tumor hatte im Kopf. Der Tumor war nicht mehr rum. Der Arzt hat es nicht mehr gesehen. Von einem höheren Kommandant der Kurden. Und der ist auch Christ geworden. Und nachher ist die zweite Besetzung von Kobane für den IS. Da haben sie den verwünscht mit einer Bibel in der Hand. Da haben sie dem die Hände und den Kopf abgehackt. Dem Küchenbursch. Und Jesus macht, das habe ich zweimal das Bild. Und Jesus macht Wunder. Ich komme jetzt dann zum Schluss noch eine Bibelgeschichte ganz kurz, aber das wollte ich euch erzählen, weil ich habe schon ein paar Wunder erlebt. Aber das ist too much. Da ist die Frau hat gehört, dass eine kleine Kirche gerade an der Grenze zu Syrien, dass ab und zu ein Wunder passiert bei diesen Christen. Mir ist einer vom Rollstuhl aufgestanden, nach zwei Wochen Gebet, und einer hat blutige, zähmige Hände gehabt, jahrelang, und ist geheilt worden. Und sie hat gehört von dem und ist aus dem Flüchtlingscamp gekommen mit ihrem 5-jährigen Bub. Blind geboren. Und der Bruder E, der betet ganz kurz, ein paar Minuten für das Kind, und ist gar nichts passiert. Sie hat die verflucht, ist zurück ins Camp und gesagt, die sind Scharlatan und so weiter. Am nächsten Morgen hat der Bub Blitze in den Augen. Die packt das Bub wieder, geht in die Tanne, der betet wieder, das ist nichts passiert. Nächsten Morgen Schatten und Blitz. Die ist 3 Wochen, jeden Tag, zum Glück ist der Pastor, wohnt der Pastor dort in der Kirche. Das ist auch noch cool, wenn man da wohnt, oder? Da kannst du immer kommen. 3 Wochen lang, jeden Tag beten, am Schluss hat das Kind normal gesehen, grünen Becher, hat normal wieder gesehen. Jesus ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Ja, wir haben Krankenkasse, Herr, ich weiss, aber du darfst auch Wunder bei uns machen. Ist das nicht wunderbar? Ich freue mich daran. Ich möchte schliessen jetzt noch mit dem und meinem Erlebnis. Tut mir leid, wenn ich da ein bisschen zu lang, aber einfach nur ganz kurz. Wer kämpft von euch den Paulus? Saulus, Paulus von Tarsus. Okay. Wer kennt den Hananias von Damaskus? Wow, da hat es ein paar Bibelkenner. Halleluja, super, praise den Herrn. Der Hananias von Damaskus hat eine Erscheinung in der Nacht gehabt. Und er sagt, hier bin ich, Herr. Und er sagt, Hananias, steh auf und geh in das Hotel, dort in der Geradestraße, der Direktor heisst Judas, geh dort rein, dort ist der Saulus von Tarsus, er ist blind, leg ihm die Hände auf, dass er wieder sehen kann. Er ist mein auserwähltes Instrument. Wie heisst du schon wieder? Yvonne. Gott redet zu dir und sagt, Yvonne, kauf ein Flugticket. Gang auf Gaziantep, schleich über die syrische Grenze. Dort ist der Ex-IS-Anführer. Leg ihm die Hände auf und bring ihm das Evangelium. Sagst ja, danke, Amen. Und gehst, dann kaufst du das Ticket. Halleluja, die macht das. Der Hananias hat das fast so nicht gemacht, nicht ganz. Er hat gesagt, Herr, aber, bist du sicher, Jesus? Weißt du, ist das wirklich die Stimme Gottes? Also spinne ich ein bisschen. Verstehst du? Das haben wir alle. Das ist so authentisch die Bibel. Das sind nicht als Helden. Unsere Helden haben alle Sünden gemacht. Aber das holt mich ab. Und dann redest du mit Gott. Aber willst du sagen, hey, ich gang und mach das. Und das ist gegangen. Ich weiß nicht, wie er gegangen ist. Hat er geklopft an der Tür. Du bist da, Saulus von Tarsus. Wieso weißt du das? Ja. Und dann hat er innerlich vielleicht gedacht, oh wow, ich bin auf der richtigen Spur. Verstehen Sie, was ich meine? Und ist er reingegangen. Und wenn der nicht gewesen wäre, dann gäbe es heute ein Viertel vom Neuen Testament gar nicht. Verstehen Sie, was ich meine? Und ich bin überzeugt, und jetzt schnall dich an, ich bin überzeugt, dass auch du zuhause oder ihr da, ich inklusiv, da innen sitzen Hananias inne und Hananias. Gott redet zu dir und du musst nicht die ganze Welt retten.
sondern du musst das machen, was Gott dir sagt. Und dann passiert ein Dominoeffekt. Du musst das beten, was der Heilige Geist dir sagt, denn du weißt nicht, wie du sollst beten, wie du überhaupt sollst beten, sondern das, was Gott dir sagt, du beten. Mach's. Und weißt du, was dann Gott macht? Er multipliziert es. Weil die Ernte ist immer grösser als die Saat. Deine Gebete gehen mal auf und wir werden in die Ewigkeit gehen. Wir werden in die Ewigkeit dort sein. Und dann sagt Jesus, schau mal, wegen diesem Gebetli ist alles das entstanden. Das hast du gemacht, Mario. Und ich sage, danke für die Krone, aber Herr, da hast du die Krone, oder? Wir legen die Krone zurück auf sein und sagen, Jesus, kommt alles von dir. Und du hast es multipliziert, weil Gott will mit uns die Welt regieren und durch Schwache will er regieren, weil er sowieso allmächtig ist. Und das ist das Geheimnis vom Gebet. Darum betet viel. Gebt Gas, Geld, Zeit, geht auf die Ausländer los. Kauft das Buch, habe ich gar nicht gesagt. Kauft das Buch, ich möchte das noch schnell anpreisen, ganz kurz. Kaufen das Buch, das habe ich vor im Januar gelesen. Ein sensationelles Buch, das dir die Augen auftut, wie man mit Scham- und Ehrenkultur Leute redet, wie man mit Angstkulturen von Afrika redet. Nicht in unserem Art zu Justizkultur und das Evangelium nicht mehr so. Das hat mir wirklich geholfen, Golgatha noch einmal grösser zu sehen. Jesus ist nicht nur für unsere Schuld gestorben, sondern auch für unsere Scham und unsere Angst. Das haben wir wirklich ein Opener. Ich habe recht viele Bücher, als ich in die Post. Aber ich möchte es nicht, genau. Halleluja. Halleluja. Und da hinten hocken die Ananias und Ananias. Und Jesus hat, ich habe Ferien gemacht letzten Monat in Saudi-Arabien. Ich bin nicht arbeiten, ich habe Ferien gemacht. Ich wollte auf den Berg Gottes auf in Midian. Das ist ja in Midian. Auf jeden Fall bin ich dort und alles. Und er sagt, der Kontakt, der mich mitgenommen hat, ist ein Doktorprofessor, gesagt, hey, ich habe einen Kontakt, hat mir angerufen. Dann haben wir über einen Kontakt von einem Kontakt, sind wir bei den Brüdern vom Kronprinz von Saudi-Arabien eingeladen gewesen, um zu Nacht. Ich habe 18 Monate, ich sage jetzt das nicht zum Bluff, ich sage jetzt euch nur das, dass es sich lohnt zu beten. Ich habe 18 Monate, 10 Minuten bis eine Viertelstunde in der Gebetsnacht auf den Knie gebetet. Schenk, dass dieses Evangelium ins Königshaus von Saudi-Arabien hineingeht. Manchmal brüllt nicht immer, muss nicht immer brüllen wie Gott. Das Herz, er sieht das Herz. Dann muss ich mal, ich kann gar nicht wählen. Also, ich habe es gar nicht gerechnet. In meinen Ferien latsche ich dort rein. Der hat ein Loi, drei Geparden, Hyänen und einen Wolf und gibt denen von Hand zu essen. Oder einfach abgespaced die Leute. Oder? Aber mega offen. Beim Empfang 150 Leute, der Botschafter vom Irak war, CEO, Fluggesellschaft, der Bank, alles so, bin auf die Kleider dort, oder? Ich da mit der Schweizer Hemdli und der Wanderhose dort. Fragt er mich vor allem, was glauben Sie? Und ich sage, ich glaube, dass Jesus sein Blut am Kreuz mein Paradies gezahlt hat. Nachher ist das Bankett gegeben, Kamelrücken auf dem Tisch, du, alle mit ihren Corona-Fingern dort drauf, oder? Und dann laufen die Zwillingsbrüder, das sind beide Brüder vom Prinz, vom Kronprinz, laufen all diesen Leuten vorbei mit dem Imam und laufen zu uns an und sagen, könnt ihr in 5 Tagen nochmal kommen, wir wollen mit euch reden über den Glauben. Das geht nicht so mit so vielen Leuten. Da sind wir nochmal eingeladen gewesen. An diesem Abend. Du Topessen, du, was da ist, alles krass. Auf jeden Fall 90 Minuten über den Glauben von Jesus geredet. Mohammed, Jesus, Koran, Bibel. So ein Gespräch. Ich sage, Heiliger Geist, gib mir den richtigen Schlüssel für das Herz. Ich will nicht nur so Gespräche, Kopfgespräche haben. Gib mir den Schlüssel für das Herz. Und in dem Moment kommt mir eine Frage und sage ich, einfach eine Question for you. Für den Imam, da links, der sieht aus wirklich wie Vollgas, oder? How do you experience forgiveness from Allah? Wie erlebst du Vergebung von Gott? In dem Moment ist es so ruhig gewesen, wie es jetzt da drinnen ist. Peinliche Ruhe. Ich kann ihn nicht bloßstellen. Und dann hat er da irgendwie Barmherzigkeit, hat sich irgendwie rausgeschnurrt. Bei der Verabschiedung, die ist etwa eine halbe Stunde gegangen, bei der Verabschiedung habe ich gesagt, kann ich für dich beten mit Handauflegung, dass du die Offenbarung von Isa und Messi bekommst? Dann sagt er, ja. Dann lege ich dem die Hand auf. In the name of Isa und Messi, give him a revelation of Jesus. So. Und der andere sage ich Amen, der andere sagt Shukran, ich sage Afwan, oder? Auf jeden Fall habe ich nachher geschaut, auf dem Google. Auf dem YouTube hat der Imam
1,5 Milliarden Views. Ich rede nicht von Millionen. 1,398 Milliarden eine Predigt und die andere Predigt 1,5 Milliarden muss ich mal. Verstehst du? Ich sage, was ist da genau gelaufen? Oder? Ich meine, wenn der sich ein paar Millimeter verschiebt, verschiebt sich die ganze islamische Welt vielleicht ein paar Millimeter. Keine Ahnung. Ich hoffe, mich nicht so drei. Aber ich merke einfach, wer bin ich schon? Und wer ist der Hananias? Kein Knochenkämpfer. Und da innen sitzen Hananias und Hananias. Unterschätzt dein Miniaturgebet nicht. Unterschätzt deine Bibel nicht, die du jemandem schenkst. Checke dir eigentlich, dass der Lenin in Zürich studiert hat. Wenn der Lenin zum Glauben gekommen wäre an Jesus Christus, wie hätte die Welt raus, wie wäre Russland rausgekommen? Ich möchte nicht meinen, der böse Putin. Wir haben Teil an dem. Ich war in Moskau jetzt im letzten Jahr. Bin auf der Bühne und habe brüllt vor 300 Jugendlichen. Und ich habe brüllt und ich habe gesagt, bittet uns Zürcher um Vergebung, dass wir den Lenin nicht zu Jesus geführt haben. Ich habe die Gulags gesehen, wo die Christen umgekommen sind in Sibirien. Der Kim Jong-un hat in der Schweiz 2 Jahre ist er in die Schule gegangen. Wenn wir den zu Jesus geführt hätten, stell dir mal vor, eine Bibel geschenkt. Also es ist alles so brutal nah und die Erweckung ist so nah. Halleluja. Halleluja. Ich möchte dich einfach ermutigen, dass du, auch wenn es verrückt, für dich verrückt tönt, wenn Gott zu dir redet, dass du mutig das machst. Du kannst dich nur blamieren. Aber du musst nicht Angst haben vor dem Blamieren. Wenn Gott dir sagt, geh den Nachbarn umarmen, nicht Nachbarin, geh den Nachbarn umarmen und sag, Jesus liebt dich, dann mach's. Ich weiss, es passt vielleicht nicht ganz in Schweizer Ding rein. Wir sind so Verstandeschristen geworden. Wir müssen wieder aufs Herz hören. Wir müssen auf den Heiligen Geist hören. Und dann wird das Leben auch spannend. Stimmt das? Ich sage jetzt Amen mit Fragezeichen. Und sagen, nein, das mache ich nicht. Halleluja. Ich möchte wirklich ganz kurz einen Moment nehmen, 1, 2, 3 Minuten oder 2 Minuten und am Schluss noch beten, dass in dieser Zeit einfach los ist. Ich weiss, vielleicht links und rechts, musst du nicht schauen, aber einfach auf Gott los ist. Herr, was hindert mich? Wo habe ich die Pfröpfe in den Ohren? Wo habe ich das letzte Mal dich gehört und seitdem nicht mehr? Verstehst du? Und dass du zurückkommst zu dieser Kreuzung, zurückkommst zum ersten Hören auf Gott. Vielleicht ist das Jahre her, zurückkommst zu dieser ersten Liebe und sagst, da bin ich wieder. Danke, dass du alles wegräumst und auch mir zeigst, was ich in Ordnung bringen kann. Dass mein Sensorium wieder in Ordnung kommt. Und das nächste Mal, wenn du zu mir redest, Herr der Herren, Commander Jesus, beste Freund und Bruder, Herr der Herrscharen, Herr Gott Zebaut, wenn du mir einen Auftrag gibst, ich mache das Gebet, auch wenn es nur eine Minute ist, und das löst eine Legion von Engeln aus. Ich mache das. Halleluja.